Wacken. Chamis, liebe Fußballfreunde, in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Europacups gibt es seltsamerweise heute erst das zweite Zusammentreffen der Nachbarn Schweiz und Österreich. Ich begrüße Sie zum ersten Spiel zwischen Servent, dem 15-fachen Schweizer Meister, und Sturm Graz. Die Aufstellung der Schweizer: 1 Kobel, 6 Besnard, 4 Hasler, 2 Bamert, 3 Schellibaum, 5 Grossenbacher, 10 Faber, 7 Sinwall, 8 Bonvin, 9 Eriksson und 11 Karl-Heinz Rummenigge, also eine Mannschaft von klingenden Namen. Der Trainer der Genfer ist heute die Flucht nach vorne angetreten. Er lässt seine Mannschaft mit 4 Stürmern heute gegen Sturm Graz laufen, und das ist ein kleines Risiko. Aber die Taktik der Westschweizer ist ganz auf Offensive ausgerichtet. 3 Ausländer in der Mannschaft von Genf, nämlich ein Däne, der Torschützenkönig Eriksson, dann Karl-Heinz Rummenigge und der dribbelstarke Brasilianer Sinwall, ein Rechtsaußen. Die Genfer spielen in der ersten Hälfte von links nach rechts in den dunkelroten Dressen, und hier die Mannschaft von Sturm: 1 Konrad, 10 Petrovic, 2 Feierer, 4 Schaus, 8 Huberts, 7 Türmer, 5 Holzer, 6 Temm, 3 Zellhofer, 11 Koschak und 9 Krämer. Und Sie sehen schon an dieser eingeblendeten Aufstellung, dass die beiden Neuverpflichtungen von Sturm, die in diesem Jahr nach Graz gekommen sind, fehlen, nämlich Walter Schaffner, weil er noch von einem alten Vergehen aus dem Jahre 85 bei Torino gesperrt ist für ein UEFA-Cup-Spiel, und der verletzte Jürgen Werner, der wegen einer Oberschenkelzerrung gar nicht hierher mitgekommen ist, nach Graz. Ja, und Herzi, glaube ich, das wird eine der Taktiken der Grazer sein, die hier gegen Servette auf eine Mannschaft von Individualisten treffen, von großen Einzelkönnern, die aber zuletzt in der Meisterschaft als Mannschaft nicht so stark gewesen sind, wie sie aufgrund ihres Könnens als Einzelspieler eigentlich sein müssten. Servette und Sturm haben noch anderes gemeinsam. Beide liegen in dieser Meisterschaft. Ja, warten wir diese Aktion ab. Zu steil. Ja, ich wollte sagen, beide Mannschaften liegen in ihrer Meisterschaft an vorletzter Stelle. Beide haben bei Weitem nicht das gebracht, was man von ihnen erwartet hat. Einwurf für Servette. Die Mannschaft war im Jahre 1985 zum letzten Mal Schweizer Meister. Hat wieder enorm investiert. Ja, den Karl-Heinz Rummenigge, den kennen wir ja gut. Er hat schon bei 3 verschiedenen Mannschaften im Europacup gegen österreichische Teams gespielt. Mit Bayern München natürlich, später mit Internationale Mailand gegen den LASK und heute mit Servette gegen Sturm. Noch einmal hier der Schuss aus der Drehung von Karl-Heinz Rummenigge, dem 33-jährigen Routinier in der Mannschaft Servette. Faber. Und der Ball hat sogar knapp die Latte gestreift. Geköpfelt hat die Nummer 5, nämlich Grossenbacher. Das ist die Bank von Sturm. In der Mitte mit grünem Pullover Walter Ludescher und hinter ihm sein Co-Trainer, der gezeigt hat, Sie kennen ihn, Ex-Nationalspieler Manfred Steiner. Eine Viertelstunde ist gespielt hier im Chamis-Stadion in Genf. 0:0, bisher das Wunschresultat von Sturm. Weite Passbälle an die Flügel, und Bonvin hat sich durchgesetzt. Grossenbacher. Und Dankeschön, Dankeschön, Otto Konrad. Minute, Eckball für Servette. Auch der lange Stürmer Harry Krämer ist jetzt nach hinten gekommen. Kein einziger Spieler vorne von Sturm. So, und jetzt dürfte die Situation bereinigt sein. Immer wieder Hasler, verfolgt von Türmer. Enormer Einsatz in diesem Spiel, großes Tempo auch legen die Genfer vor. Petrovic, der hat das technische Können, um den Ball hier aus der Abwehr rauszubringen. Faber, Lucien Faber, bekannter Nationalspieler früherer Jahre, kämpft heute immer noch einen Platz im schweizerischen Team.
Rummenigge. Marco Schellibaum war auch zuletzt in der Nationalmannschaft gegen Jugoslawien beim 0:2 von Luzern. Wieder Fahrer, Spielmacher im Mittelfeld für Bonvin. Rummenigge hat sich für Sekundenbruchteile gelöst von Georg Zellhofer. Unheimlich gefährlicher Mann. 33 Jahre alt, hat aber von seiner alten Klasse wirklich nichts verloren. Hier Genf, das ist kein Ausgedinge für Karl-Heinz Rummenigge. Aus dieser Perspektive sehen wir, wie Rummenigge sich hinaufschraubt und gegen die Richtung köpfelt. Einiges Glück jetzt in den letzten paar Minuten für Sturm, weiterhin 0:0. Noch einmal zu Petrovic, kam der Ball, spielt Libero mit der Nummer 10, ist etwas ungewohnt. Gut attackiert von Franz Feiger. Den Ball. Das war Foul Nummer 8. Hasler und Eriksen. Der Däne Eriksen hat diese Riesenchance vergeben. Sonst ein Abstauber König. Gewinner des silbernen Schuhs als zweitbester europäischer Torschütze mit 36 Treffern im letzten Jahr. Stürmer gegen Hasler und Corner für Sturm in der 26. Minute. Der erste Eckball gegenüber 3 von Servet. Inzwischen können die Grazer Verteidiger mal kräftig durchatmen. Der junge Tormann Kobel, Peter Kobel, kam von den Young Boys zu Servet. Türmer. Und auf der Linie gerettet. Simwall gegen Zellhofer. Ein Dribbler, aber oft zum Glück zu verspielen. Sinwall. Und dann ein Foul von Franz Feiger nach dem Haken nach außen. Sinwall wird den Freistoß vermutlich selbst treten. Er ist gefürchtet für seine angeschnittenen Bälle. Noch einmal, macht den Haken nach außen. Na, sieht da gar nicht so nach Foul aus in der Wiederholung. Trotzdem Freistoß für Servet in der 35. Minute. Mit Ausnahme von Hasler und Besnard, alle vorne im Strafraum. Und ich wollte schon Tor sagen. Es war der aufgerückte Bamert, der Vorstopper, mit diesem Kopfballaufsetzer. Riesenchance für Servet, in der 35. Minute in Führung zu gehen. Aufsetzer, Türmer versucht noch, nein, Petrovic versucht noch zu retten, Ball geht aber am langen Eck vorbei. Die 47. Minute der ersten Hälfte hat begonnen. Ja, Türmer soll jetzt nicht provozieren und vom Ball weggehen. Am Ball Farbe. Und großartig der Tormann, der allerdings angegriffen wurde in der Luft. Und es gibt
Freistoß für Sturm. Schiedsrichter Rossner, noch einmal, hier der Freistoß von Fabel. Und wird von Grossenbacher attackiert. Aber Schiedsrichter Rossner löst die ganze Angelegenheit diplomatisch, er pfeift ab. Halbzeitstand 0:0. Zweite Hälfte, Sturm jetzt von links nach rechts, es gibt keine Umstellungen. Otto Konrad, der Held der ersten Hälfte. Wäre mal schön, wenn die beiden Stürmer der Grazer, nämlich Harry Krämer und Günter Koschak, einmal was zeigen würden. Sind etwas isoliert vorne bei dieser Abwehrschlacht, die ihre Mannschaft liefern muss. Wieder Rummenigge, Zellhofer, wobei Zellhofer, das muss man sagen, als Bilanz der ersten Hälfte seine Sache ausgezeichnet gemacht hat, ohne sogar brutal an den Mann zu gehen. Ein, zwei Fouls, zwei, drei Fouls, aber sonst eine wirklich gute Leistung. Geschossen hat John Eriksen. Pinball. Rummenigge. Links außen Bovin. Und Eriksen schlenzt den Ball am kurzen Eck vorbei. An sich ein idealer Stangepass. Große Chance für die Genfer in der vierten Minute der zweiten Hälfte. Bovin. Eriksen kommt vor Otto Konrad an den Ball, trifft aber zum Glück nicht über die Linie. Hier hat Eriksen sowohl seinen Gegenspieler Schaus als auch Tormann Konrad versetzt. Bohmann. Der geradlinige Spieler, der daher relativ leicht auszurechnen ist. Koschak, gut gemachte Haken. Holzer für Türmer. Krämer. Oh! Aber Trainer Donce muss nicht so besorgt schauen. Der Linienrichter hatte die Fahne oben. Und zwar war nicht Krämer, sondern der mitgelaufene Koschak offside. Besnar. Auch Sinwal, der gefinkelte brasilianische Rechtsaußen, hat bisher nicht das gebracht, was man von ihm erwartet. Ausschluss. Hatte schon die gelbe Karte. Noch einmal der Out-Einwurf. Und zwei gelbe Karten addieren sich zu einer roten. Damit ist Feierer mit Sicherheit gesperrt für das Rückspiel in vier Wochen in Graz. Minute Spielstand 0:0, der Druck der Schweizer wird wieder stärker und Freistoß für Servet. Beim Ball Rummenigge und Hasler. Rummenigge hebt den Ball und Konrad, wenn Sturm diesen Tormann heute nicht hätte. Schellibaum. Hinwall. Ja, Konrad ist der Held der Schlacht heute. Sollte dieses Match 0:0 enden, dann geht es sicherlich zu 50% auf das Konto
von Fuhrmann Konrad und darüber scheint auch gerade Ludescher mit seinem Sportdirektor Boldischar zu sprechen. Hasler. Kummer. Ein Teufelskerl. Erinnert mich an die großen Zeiten eines Walter Zehmann, eines Gerlot Reidel. Und jetzt hört man auch die rund 150 Grad der Schlachtenbummler. Hier regiert der SK Sturm. Hoffentlich klappt das noch in der letzten Minute. Rummenigge. 90 Minuten sind um. Grossenbacher Tor. 91. Minute. Freddy Grossenbacher mit einem Gewaltschuss. Bonvin bringt den Ball, wird abgewehrt und im vollen Lauf trifft der lange Grossenbacher genau. Und mit dem 26. Schuss in diesen 91 Minuten geht Servette in Führung. Verdient, wenn auch der Zeitpunkt für Sturm denkbar unglücklich ist. Aber die Grazer müssen die Köpfe nicht hängen lassen. Ein 0:1, das ist eine ganz fantastische Ausgangsposition für das Rückspiel in 4 Wochen in Graz. Wir sind in der 92. Minute. Schnell noch einmal angreifen. Ein zweites Tor verlangt Trainer Tonsé. Das Spiel ist zu Ende. Servette schlägt Sturm mit 1:0. Franz Feier ausgeschlossen, der im Rückspiel fehlen wird. Eine großartige Abwehrschlacht mit einem großartigen Tormann. Und Sturm hat durchaus reelle Chancen, mit einer offensiveren Leistung im Rückspiel in die zweite Runde des UEFA Cups aufzusteigen. Und mit diesen Bildern gehen wir zurück an das OF-Zentrum nach Wien.